Hallihallo. Warte. Und genau an der Stelle war ich. Kein Meter bewegt. Ja, hallo, liebe Leute. Da bin ich wieder. Dark Kuru mit diesem langsam etwas auf die Nerven gehenden Spiel. Nein, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber ha, es war ja wieder klar. Hilfe. Was ist das denn? Gott. Ah, wenn ich drunter stehe, trifft's mich nicht. Hilfe? Ha, jetzt ist ein Teil kaputt gegangen. Ah, ich kann jeden Teil separat zerstören. Ha. Nee, ich starte einfach meinen Spielstand. Ich wusste nicht, dass ich direkt hier vom Boss speichere. Wer jetzt böse Dinge vermutet, dem sei gesagt, ich wusste es wirklich nicht. Ich dachte einfach, hier ist gerade eine gute Stelle und ich habe sowieso keine Zeit mehr. Und hatte eigentlich deswegen Schluss gemacht. Oh, da sitzen Sturmtrupps drin. Cool. Cooler Scheiß, jetzt mal im Ernst. Und, what the fuck? Oh Gott, der Gegner, der wird mich fertig machen. Der wird mich definitiv fertig machen. Das ganze Level fand ich eigentlich gar nicht so hübsch, muss ich jetzt mal sagen. Woher kommt dieses Geräusch? Das weiß wahrscheinlich nur das Spiel selbst. Jetzt muss ich einfach mal ein bisschen mehr darauf achten, wie der so schießt. Meine. Der hat mich ja fast immer quasi Target, egal was ich mache, und macht auch glatt satten Schaden. Da kommt der. Das ist nicht lustig. Nein. Ich denke, wenn das so weitergeht, werde ich die ganze Folge sterben. Irgendwie. Hilfe! Oh, das ist lästig. Die ziehen auch echt böse viel ab. Kommt schon. Stimmt mir dazu, das ist doch nicht fair. Ich meine, ein Treffer und ich bin. Ach Gottchen. Also, ihr ahnt vielleicht, warum ich dieses Spiel wirklich als Kind nie durchgespielt habe. Es ist gemein, es ist unfair. Ich verliere auf abartige Weise Leben. Ich kann auch gar nicht so direkt ausweichen. Ich bin überfordert. Doch. Ich bin definitiv überfordert. Vielleicht ist das auch der falsche Charakter. Das möge man mir jetzt auch vorhalten. Aber hey. Okay. Reiß dich zusammen, Darku. Du schaffst das. Ja, so nicht unbedingt. Auch so nicht unbedingt, aber jetzt vielleicht. Ja, wenn ich es berühre, ist auch scheiße. Sehe ich jetzt auch ein. Gute Feststellung. Also dieser Gegner ist happig, pappig. Es ist nicht schön. Nein, es ist überhaupt nicht schön. Oh Gott, und diesen Gegner kann man normalerweise nicht mit sowas verrückten wie Safe Stats. Und hier unten ist er natürlich immun. Und er schießt weiter. Ich kann auch nicht direkt unter ihm stehen und ich bin schon wieder tot. Ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr aufregen. Das passiert ja schließlich hier in diesem Spiel ständig. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das mit diesem Sprung geht. Auch der kann eine Sprungrolle. Ja, der Screen geht dummerweise nicht schnell genug mit. Ich kann also gar nicht. Ja gut, das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Und. Bloß nicht berühren lassen. Ja, das dummerweise ist, wenn ich jetzt nach vorne rolle, dann trifft mich der Gegner. Yep. Mir fehlt eigentlich so ein bisschen Leben. Aber ich finde auch keins. Es wäre ja echt zu krass gewesen, den Spieler einfach nur mal volles Leben zu gewähren, bevor man ihn so einen happig schweren Gegner vorsetzt. Na komm schon. Okay, das sieht doch nach meinem besten Versuch bisher aus.
Jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich den Gegner... Ah, jetzt mache ich ihn. Ha, Leiter, 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 Leiter. Ich krieg's. Ha. Oh Gott. Oh Leiter. Oh Gott. Nee, der Gegner. Ich bin froh, dass ich gesagt habe, dass ich dieses... Oh. I brought some lame frog in our ears, blast into space in search of the princess. Ja, an Bord des Millennium Falcons reisen unsere Helden in den Weltraum. Wie heißen? Reisen. Unsere Helden in den Weltraum, um die Prinzessin zu suchen. Ja, das kennen wir ja schon. Nur, das sah im Film ganz anders aus. Dreaded Death Star is powerful tractor beam impulse to the battle station Thunder Bay. Ja, sie werden von dem kräftigen Traktorbeam in der Station gezogen. Und ratet mal, was wir gleich machen müssen. Die Musik ist schon... Ich sollte leise sein. Wow. Wow. Okay. Mit wem spiele ich? Ich denke, ich spiele mal wieder Luke an Bord des Todessternes. Und wie immer, mein Safe. Was haben wir denn hier? Knubbel. Oh nein, die sind feindlich. Das ist doch... Wow. Was war das denn jetzt? Was war das? Kann ich vielleicht mein Laserschwert verbessern? Nein, kann ich nicht. Okay, in die Löcher springe ich auf jetzt nicht mehr. Ah, das Spiel wollte hier auf jeden Fall, dass wir... Oh, das wird ein langes Level. Leute, das kann vielleicht jetzt mittelschwer anstrengend werden für euch zum Zusehen. Ich denke, ihr lehnt euch jetzt einfach zurück, holt eine Tüte Chips und genießt, wie ich an Bord des Battlestars mich mega peinlich anstelle. Das ist... Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht in Jump'n'Runs, wirklich. Es ist nur so, dass die Steuerung des Spiels manchmal ein wenig seltsam ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich unbedingt hier oben lang springen möchte. Vielleicht, weil ich ein wenig paranoid bin und die Meinung hege, dass unten total böse Dinge passieren. Wie diese. Und das da. Und der da. Der da schon wieder kommt, aber mir ganz viel Leben bringt. Und die ziehen auch jetzt schon wieder sehr, sehr viel Leben ab. Das ist nicht mehr schön. Ich habe fast die Hälfte des Lebens verloren. Und... Oh Gott. Mal gucken, ob ich immer noch an der gleichen Stelle lande. Ich drücke mal Start. Da kam ein leiser Satz. Habt ihr das gehört? Yep, ich lande noch genau an der gleichen Stelle. Also kann ich das auch wieder laden. Ja, ich denke, wir werden heute nicht sehr weit mehr kommen. Denn... Ach so, auch wenn der Todesstar, so ein Gleiter vorbeifliegt, kriege ich natürlich Schaden. Ist logisch, rein logisch. Ich denke, ich sterbe mich einfach von Folge zu Folge voran, weil am Ende jeder Folge setze ich ja ein... Gott! Ein Safe-Stat und von dem Safe-Stat lade ich ja dann immer wieder. Oh Gott. Wow, die Reaktion einer Katze. Katzengleich. Yep. Und du auch noch tot. Und na komm schon, hier kam ein Gegner. Und es ist doch Kotze. Ich warte extra. Ah. Noch Menno. Jetzt laufe ich einfach hier unten lang und übe diesen blöden Sprung. Ach Leute, ach Mensch, ach Leute. Ich verschwende eure Zeit. Das mag ich eigentlich nicht. Und hüpf und geschafft. Und oh, dieses blöde... Ah. Warum kommen hier eigentlich so viele durch? Wo ist eigentlich der Millennium Falcon? Wieso darf ich nicht mit ihm fliegen, sondern nur noch diese total sinnlosen Planetendinger? Jetzt sollten gleich wieder diese lästigen Gegner auftauchen. Da sind sie auch schon. Check, check, check. Und alle tot. Wunderbar. Weiter geht's.
Ja, natürlich, wenn sie sterben, machen sie mir auch noch Schaden. Wie könnte ich es denn auch anders nur glauben und vermuten? Jetzt kommt der Gegner. Ah, da doch, der war. Da ist er. Ha! Leute, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ein Riesenfortschritt. Nein, diese Gegner sind lästig. Auch diese immer sich wiederholende Sprung. Oh, neuer Gegner. Zack, 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 tot. Yep. Und dieser Sprung. Leute, ich krieg. Immer die sich ständig wiederholende Sprungpassage mag jetzt vielleicht ein langweilig wirken. Und sie ist es auch, definitiv. Und Leute, ich muss es wissen. Was habe ich heute eigentlich immer mit diesen, ey Leute? Nee, ich muss es wissen, weil ich spiele es hier gerade. Und, oh, ich sehe auf der Uhr. Es ist spät. Der Sandmann kommt gleich. Nein, meine Folge ist gleich vorbei. Das heißt, ich suche mir jetzt diese Stelle, sag euch Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.